Ei, gut, wie? Also, heute geht's gegen Hoffenheim. Das soll aber gar nicht der Kern dieses Videos sein, sondern der Hauptgrund, warum ich diesen Vlog aufnehme, ist die Verabschiedung von Martin Hinteregger. Eine absolute Vereinslegende, die viel zu früh leider ihre Karriere beendet hat. Danke dafür nochmal an die deutschen Medien. Habt ihr super gemacht. Also, ich gehe davon aus, es wird sehr emotional. Ich werde euch dran teilhaben lassen. Ich glaube auch, es wird sehr laut. Hinteregger, Hinteregger, hey! Hey, Hinti, Hinti, Hinti! Und da es heute gegen einen Lokalrivalen von unseren Brüdern aus Mannheim geht, natürlich im passenden Schal. Waldhof und die SGE, Waldhof und die SGE, Waldhof und die SGE, ihr Mikro. Nicht nur ein verfolgter Rechtsspieler, sondern er war Identifikationsfigur von Eintracht-Fraktion, der hat den anderen nicht nur auf der Brust, sondern im Herzen getragen. Im Sommer Karriere beendet und jetzt erhält er von uns das Dankeschön, das er verdient. Begrüßt zurück im Deutschen Rock. Hier will ich mich mal wohlfühlen in Frankfurt. Hier
Abschied von Hinteregger, oder? Es hat mich sehr gefreut, auch als er selber das Mikrofon in die Hand genommen hat. Ich habe im ganzen Körper Gänsehaut bekommen. Das hat er sich so verdient. Ist sogar meiner Meinung nach ein bisschen zu spät, aber besser spät als nie. Und ich find's einfach, es war krass. Und es freut mich auch sehr für den Hinteregger, wirklich, weil ich habe ihn ja in Sevilla gesehen. Und er sah wirklich nicht gut aus. Dann auch, was die Mannschaft für einen Fußball gespielt hat. Also das war ja ein Offensivfußball, den habe ich noch nicht gesehen von uns. Also das war ja wahnsinnig. Also das war nicht von diesem Planeten. Was ging denn da teilweise ab, Digga? Was haben die denn da gemacht, Alter? Boah. Ach ja, Grüße an Lukas. Darum wurde ich gebeten. Hier hast du deine Grüße. Jetzt kommt logischerweise erstmal kein Vlog, weil keine Spiele sind. Wenn euch der Vlog aber gefallen hat, ihr wisst ja, liken, abonnieren, kommentieren. Das hilft mir sehr. Und ja, bis nach der WM.